Ich bin Fabian, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin der Trainer der U14-Mädchen bei den Würzburger Kickers als Cheftrainer und bin im NFZ zusammen mit anderen TrainerInnen für U14 und U17 zuständig. Spiel's aus, spiel's aus! Stark! In erster Linie ist es Arbeit, eine ganze Menge Arbeit, und das, was man davon sieht von der Arbeit, ist ja meistens nur das hier auf dem Platz, die 1,5, 2 Stunden Training. Da steckt aber ein riesengroßer Unterbau hinten dran und ganz, ganz viel mehr. Gut, Hanna. Cool geblieben, sehr gut. Ich bin Laura, ich bin 22 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus dem Allgäu. Ich habe im Mai habe ich hier bei den Würzburger Kickers angefangen als Trainerin, zuerst nur als Betreuerin, dann war die Saison vorbei und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hier Cheftrainerin zu werden. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Immer ein Highlight meiner Woche, mit denen auf dem Platz zu stehen, egal was für Sorgen man am Tag hat, wenn man die dann sieht und mit denen Fußball spielen kann, dann ist die Welt wieder in Ordnung eine kurze Zeit. Und es macht eigentlich immer Spaß, auch wenn es mal Tränen gibt oder es mal ein bisschen rumgezickt wird, das macht immer Spaß. Ich bin auf die Game Changer Ausbildung aufmerksam geworden durch meinen Chef hier. Er hat mich darauf hingewiesen, gemeint, er würde mich da sehen. Ich habe es mir angeschaut, fand es sehr interessant und wollte mir das dann unbedingt mal mich da anmelden und dabei sein. Der Fabian, der U14-Trainer, der hat mir das nahegelegt, das zu machen, weil er meinte, das passt ganz gut zu mir. Und dann kam Heinz auch noch auf mich zu und hat auch gesagt, ich soll mir das unbedingt mal angucken, ich soll mich bewerben. Und ja, dann habe ich das gemacht und bin froh, dass ich jetzt genommen wurde. Ich finde es total schwer, das in so ein, zwei Sätze zu packen, was die Game Changer-Ausbildung so besonders macht, weil sie wirklich nachhaltig was in meinem Leben und auch in meiner Art und Weise zu coachen und zu arbeiten verändert hat. Und weil es so viele Eindrücke sind, die auf einen einprasseln. Ich finde es aber ganz, ganz interessant zu betonen, dass das für mich am allerwichtigsten ist eigentlich so dieses, dass man sofort, wenn man dabei ist, das Gefühl hat, dass da 10, 15, 20 andere Trainerinnen, Trainer sitzen, die einfach genauso für das brennen, was man tut, und da richtig Bock drauf haben und man sofort in so einem Safe Space ist, wo man sie einfach so sein kann, wie man ist, und da einfach komplett loslegen kann und voll in die Materie einsteigen kann. Es hat auf jeden Fall mein Denken verändert, gerade was die Werte angeht, das überhaupt mal in Worte zu fassen. Auch die Kommunikation hat sich meiner Meinung nach geändert. Also ich versuche jetzt noch weiter die Emotionen und die Gefühle von den Kindern wahrzunehmen. Insgesamt auch dieses Wort Gefühle versuche ich jetzt auch viel mehr in den Trainingsalltag mit reinzubringen, dass man die Kinder das mal in Worte fassen lässt, dass sie lernen, was sind Gefühle eigentlich. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, dass ich allen, die vielleicht darüber nachdenken oder so, die Game Changer Ausbildung nur wärmstens ans Herz legen kann. Das wird euch mit Sicherheit gefallen und macht's auf jeden Fall.